Das Soko-Seminar ist eine tiefgründige und interdisziplinäre Bildungsreise für engagierte Studierende umweltbezogener Studiengänge und junge Umweltaktivistinnen mit ganzheitlichem Denken und Handeln. Es ist eine der schönsten Begegnungen mit Menschen im Jahr. Wir besuchen leuchtende Orte, an denen Menschen oder Projekte zeigen, dass ein anderer Umgang, ein ökosoziales Zusammenleben von Mensch und Natur möglich ist. Das Soko-Seminar für mich ist die Chance, erfahrene Menschen aus der praktischen Naturschutzarbeit kennenlernen zu dürfen. Mit jungen Menschen zusammen zu sein und denken über Zukunftsfragen, über Gesellschaftssysteme, über Lebensgrundlagen, das ist für mich ein Stück Bedürfnis. Weil es mir in den paar Tagen, in denen es stattfindet, besser als mein ganzes Studium in 3-4 Jahren zeigt, wie Naturschutz und nachhaltige Entwicklung Hand in Hand gehen können. Hat einfach ganz praktisch nochmal gesehen, wofür man diese ganzen Dinge gelernt hat, sodass wir alle zusammen an einem Strang ziehen und dass, wenn ich irgendwas schaffen will, ich das mit der Truppe auf jeden Fall schaffen kann. Das spendet bis heute Kraft und deswegen ist es total wichtig und total gut, dass junge Menschen so eine Erfahrung machen können. Gemeinsam mit unserem Mentor, dem alternativen Nobelpreisträger Professor Michael Soko, reflektieren wir das Gelernte in kollaborativen Gesprächskreisen und üben in der Seminargemeinschaft eine evolutionäre Vertrauenskultur des Miteinanders. Das Soko-Seminar bedeutet für mich vor allem Gemeinschaft. Ein geschützter Ort, um Zukunftsvisionen zu entwickeln. Freundschaft. Ein Lebensgefühl. Für mich unheimlich wichtig, um zu lernen, wie ich die Welt zu einem besseren Ort machen kann. Ganz viel besondere Natur. Kraftquelle. Tief inspirierend. Deswegen ist es so wertvoll, dass wir da sein durften. Wir freuen uns auf ein intensives Seminar und hoffen, dass das mit eurer Hilfe wieder stattfinden kann. Vielen Dank. Daraus entstehen dann Freundschaften fürs Leben in dieser Zeit. Und ohne die kann man nicht bestehen.